Einen wunderschönen Willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Deus Ex Human Revolution. Ja, sind wir hoch oder sind wir runtergefahren? Ich weiß es gerade nicht mehr. Sind wir überhaupt gefahren? Nee, wir sind nicht gefahren, ne? Wir müssten jetzt fahren. Wir sind hier. Und wir müssen eine Stufe höher. Okay, gut, wir sind also nicht gefahren beim letzten Mal. Das machen wir mal. Es geht weiter tiefer. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ich sag ja, das gefällt mir nicht. Das klingt nicht gut. Was sind das für Kapseln hier? Wir sind da und wir müssen einmal hier rum. Okay. Da ist kein Blei mehr drauf. Okay, es bleibt also nur die Wumpe hier. Da kommen wir nicht rein. Na, Blütanda. Das gefällt mir nicht. Es ist zu ruhig. Bis auf die Akustik ist es zu ruhig hier. Ich kann mich hier nicht... Wieso kann ich... Hier geht's. Okay. Ich dachte, es ist kaputt. Ich kann mich hier nicht tarnen. Da ging es durch. Nicht viel verpasst. Ich bin gerade erst losgelaufen. Keine Sorge. Die aktuelle Folge habe ich eben auch gerade geguckt noch. Wie fehlt mir der Eingang? Ach, der ist hier von der Seite. Warte mal. Naja, ich habe ein paar zwischendurch ausgelassen, weil ein paar Sachen kenne ich ja. Und am Anfang ist es doch sehr, sehr langatmig gewesen. Wie es halt bei Rollenspielen so der Fall ist. Und da... Ich kenn's halt. So, hier ist nichts weiter drin, ne? Hier kein Dings, kein Bums, kein... Hast du nicht gesehen? Ne. Okay. Umsonst hier lang gelaufen. Es ist mir zu ruhig. Es ist mir definitiv zu ruhig. Und das ist mir definitiv zu viel Arena. Es ist halt so das typische Piranha-Bite, ne? Das ist so... Wahrscheinlich ist das der Grund. Also im Prinzip habe ich alle Piranha-Bite-Spiele geliebt. Aber heutzutage, also wirklich, so schön die Story ist von Gothic, aber der erste Teil ist halt steuerungsmäßig absolut ganz schlecht gealtert, aber wirklich ganz schlecht. Hinter dir.
seht mal da. Ein verirrter Pfadfinder. Das ist der Kerl, der meine Operation in der Leichenhalle ruiniert hat. Leg ihn um, Barrett. Oh, mit dem größten Vergnügen. Okay, Bosskampf. Upsala. Upsala. Ja, aber damals kannte man nichts anderes, ne? Da war das halt noch normal. Später kam halt Maussteuerung und so weiter dazu. Na, jetzt wird's lustig hier. Kann ich ins Inventar so lange gehen? Ja, wa? So, wir müssen uns mal vorbereiten. Also wir brauchen, mit dem Betäubungsgewehr, da holen wir hier nichts hervor. Wir haben eine Pistole, ich habe natürlich gar nichts weiter dabei. Wir haben ein schallgedämpftes Präzisionsgewehr. Wir haben ein paar Granaten. Könnten vielleicht helfen. Energy Pack. Was machen die genau? Als Munition in Impuls. Achso, okay. Es ist Munition. Ja. Was haben wir hier? Gewährt 50 so sehr Gesunds. Ah, okay. Dass die Gesundheitsbalken über die maximal 100 Punkte anhebt, falls die Gesundheitsbalken bereits voll ist. Nachdem diese extra Punkte wieder verbraucht sind, werden sie nicht wieder regeneriert. Okay. Das heißt, die werden wir benutzen. Was haben wir hier zu liegen? Die neuen. Das ist hier so ein komisches Schachtel-Dings hier. Das ist das hier. Das ist ein Energy Boost. Das ist okay. Die 8 ist das da. Das ist ein Entriegelungssystem. Das brauchen wir jetzt gerade nicht. Das ersetzen wir mal hier. Ups. Ja, genau. So. Das ersetzen wir mal mit dem. Ja, jetzt mache ich alles verkehrt. So, was warst du hier? Typhoon-Munition. Haben wir überhaupt Typhoon? Haben wir nicht. Haben wir noch irgendwas zum Upgraden? Wir haben noch 2 Punkte. Okay. Wir könnten jetzt noch Panzer nehmen. Wir könnten auch das Sprengsystem nehmen, aber ich glaube, mit einer Reichweite von 8 Metern ab. Ich glaube, mir wäre gerade lieber, dass wir hier, so Haut und so, ne? Tarnsystem nicht, aber die Panzerung. Vielleicht sollten wir uns etwas Panzerung holen. Senkt Schaden um 15%, ist vielleicht nicht so schlecht in der Situation. So. Das Problem ist mit dem Ziel natürlich. Na toll. Überspringen. Ah, toll. Hat das Spit. Ist er tot? Ah, die Waffen. Wow. Das ist feindselig. Hätte ich echt nicht gedacht. Was ist das?
nee, ne? Na, Volli. Oh, aber wir waren gut. Also, muss bloß aufpassen, wo. Na, jetzt müssen wir alles nochmal machen. Aber es hat eine Menge geholfen. Also, den Panzer hier zu holen, das war schon sehr gut. Und ich sollte dann speichern. Wir haben das Ding drauf, okay. Wir haben was zu essen drauf. Haben wir noch was anderes zu essen? Wir könnten die Riegel, das Stoppwurm brauchen wir nicht, Munition nicht, nee. Schmerzmittel, die schmeißen wir hier mit dazu. Ach, die waren da vorne. Dann. Schade, dass man die hier nicht rüberziehen kann. Ne? Dann nehmen wir uns noch das hier und den. So. Genau, die Booster nehmen. 7 habe ich. Muss man echt aufpassen. Warte mal. 8. Nee. Ja, ich lerne. Nicht das. Toll, der beballert mich die ganze Zeit. Kommt der hoch? Bei meinem Glück ja. Ja. Jetzt fällt's mir wieder ein. Du bist dieser Mietbolle von Sarah Jensen, oder? Was hat dich geritten, hierher zu kommen? Du hättest ein schönes Leben haben können. Aber nein! Kommt der hier hoch? Nee, ne? Oh, warte mal. Haben wir Platz? Wir brauchen Platz für die Knarre. Ah. Einmal Wodka erhalten. Ja. Was hat dich geritten, hierher zu kommen? So, wo ist er? Hättest ein schönes Leben haben können. Aber nein, du musst deine Nase in Dinge stecken, die dich nicht angehen. Wo ist er? Zeige ich dir, was Schmerzen sind. Der kommt hier nicht hoch, kann das sein? Hey Junge, jetzt fällt mir wieder ein. Du bist dieser Mietbolle von Sarah Jensen, oder? Was hat dich geritten, hierher zu kommen? Hättest ein schönes Leben haben können. Aber nein, du musst deine Nase. Du kommst hier nicht raus, Junge! Zugriff gewährt. Kann ich die jetzt steuern? Bombenstimmung, Pfadfinder! Wir haben viel Zeit mit dir.
Haben wir noch irgendwas zu essen? Munition, ferngezündeter Sprengsatz, das ist schön. Hier haben wir noch was, die neuen. Okay, Schrotpatronen, hier haben wir noch einen Riegel. So. Wenn der sich mal selber auslocken würde damit, das wäre super. Okay, wir sind direkt über ihn. Wollen wir wetten, dass da hinten die Steuerung ist für die Waffe? Ich glaube nicht, dass wir den auslocken können. Okay, hier oben werden wir ein bisschen nicht getroffen. Was ganz gut ist. Du hättest dich nicht einmischen sollen. Okay. Da hinten ist die andere Leiter, ne? Da können wir da oben hin, aber die ist offen, die Seite. Okay, mach das. Ich warte ja. Oh Gott, jetzt hat er hier oben getroffen. Eine Granate nach der anderen, ey. Du wirst mich anflehen. Genau wie deine kleine Freunde. Da versteckt er sich immer. Komm raus, Kleiner. Kämpf wie ein Mann. Vielleicht geht er mit seinen eigenen Granaten zugrunde. Du kommst doch einfach raus. Du bist so gut gepanzert. Du wirst mich anflehen. Genau wie deine kleine Freunde. Jetzt ist er wieder unter uns. Also ich könnte probieren. Aber ich kann ja nicht speichern gerade, oder? Doch, ich kann speichern. Hat er wirklich gespeichert? Ja. Risiko? Zugriff verweigert. Ups. Alter. Das war nicht gut. Aber kommt er jetzt da hinten lang? Vielleicht, ne? Ja, er kommt da lang.
Bussa. Raketen habe ich schon mal. Wo Ruhekräfte sinnlos walten. Sie dürfen nicht sterben. Erst hat der Pfadfinder ein paar Fragen an Sie. Ihr Anführer, der Kerl, der Sie Barrett genannt hat. Wer ist das? Warum hat sie Fema auf Seraph Industries angesetzt? Fema? Denkst du, Fema schert sich um die Firmengeheimnisse eines schäbigen Biotech-Unternehmens? Ihr habt schlimmere Feinde als Fema. Ach ja? Wen denn? Wen? Flieg nach Shanghai. Hengsha Court Gardens. Penthouse. Sag ihn. Ja, wem sag ich? Dass dich Barrett zur Hölle geschickt hat! Jensen, was ist da unten los? Diese Soldaten sind so schnell abgehauen, das glauben sie nicht. Haben die sie gesehen? Nein, ich war ohne Licht, für alle Fälle. Sind sie okay? Ja. Geben Sie mir Seraph. Erst bringe ich sie hier weg. Gehen Sie zur LZ. Ich hole sie dort ab. Ja. Souverän gemeistert, würde ich mal sagen, ne? Also, mehr oder weniger. Naja, wir sind nicht stark genug gewesen. Jedenfalls sind die Verteidigungsanlagen aus, ne? Weitestgehend. Vielleicht könnten wir ja jetzt... Moment, nicht nur vielleicht. Wir haben doch so ein hübsches Teil hier. So. So, wie kann ich das... Ach ja, da, G. Ach so, das dafür. Ja, na klar. Guck mal. Hier ist ein Revolver. Neben den... Ich bin ja fast drauf und dran. Wobei, die ist halt Betäubung und so, ne? Ich brauch Platz. Apropos Platz. Haben wir. Wir haben einen Upgrade-Punkt. Wo war denn der Platz-Upgrade? Das war nicht im Bein. Im Tarnsystem war es auch nicht. Das war hier, ne? Da. Guck mal hier. Wir kaufen uns einfach noch zwei Reihen dazu. So. Wieder kein Platz. Mist. Aber wir haben jetzt schon mal eine andere Knifte. Das heißt, wir machen uns jetzt mal hier ein vernünftiges Setup, ne? Wodka nehmen wir nicht, das ist alkoholisch. Achso, wir haben jetzt natürlich keine Boost-Riegel und weiß der Geier was mehr. Zumindest nicht mehr in der Form, was wir idealerweise benutzen, ausrüsten. Okay, 103 Schuss. Na, immerhin. Und dann haben wir wenigstens ein bisschen was. Das ist gut. Okay, gut, gut. Oh, das ist hier auch offen. Hier kann ich es wahrscheinlich steuern, das Zeug, hä? Warte mal. Bitte nicht Stufe 2. Ja. Okay, wir haben einen. Wir gehen auf Schwächen. Hier rüber, darüber. Das sollte passen.
Zugriff gewährt. Sehr schön. Und dann können wir gar nichts machen. Wir können die Kamera bedienen. Na toll. Ich dachte, wir... Ach so, warte mal. Wir dürfen die Geschütze noch gar nicht steuern, weil wir das gar nicht gelernt haben. Oh, schade. Ach, und hier wären wir wahrscheinlich reingekommen. Richtig? Richtig. Nee. Doch. Warum ist die Musik? Ach, hier hätten wir uns verstecken können. Wir hätten von hier raus feuern können. Ja, so geht's auch. Na klar. Hätte man mal vorher wissen sollen. So, was ist denn da oben noch? Aha. Ach, hör auf, da kommen wir auf die andere Seite, wa? Ja. Na toll. Da hätten wir schön Stellungswechsel mal machen können. Na gut, beim nächsten Mal wissen wir mehr Bescheid. So, was haben wir denn hier Hübsches drüben? Auf alle Fälle Munition. Und man kann echt nicht da hinten hin. Der macht gar nichts weiter. Ich dachte, das Ding explodiert. So, wir kommen auf alle Fälle nicht da drüber. Okay, schade. Was bist du? Stimmt. Ja, okay. Wenn man es jetzt von der anderen Seite sieht, sieht man es. Da kommt man her. Jo. Bitte nicht rauchen.